Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Prison Architect. Wo ich gesehen habe, dass hier auch noch ein kleiner Fehler drin ist. Der aber relativ schnell auszubügeln sein sollte. Und zwar muss die Wand nämlich dahin. Dafür planieren wir dieses Stück. Und setzen dafür hier eine Ziegelwand. Oder zumindest eine. Ansonsten sieht das erstmal noch, da ist mal einen guten Eindruck. Aber wir werden natürlich früher oder später noch ausbessern, wenn noch irgendwo ein Fehler sein sollte. Wie zum Beispiel hier. Nein, das gehört so. Das ist so. Da muss noch Wand hin und da muss noch Wand hin. Aber dann passt das auch sehr, sehr schön. Das gefällt mir. So, und dann muss natürlich auch wieder. Eigentlich voll unsinnig, da eine Gefängnistür einzubauen, wenn hier unten. Ach, da habe ich auch eine Gefängnistür gemacht. Ah, okay. Warte. Ruppeln wir mal nach oben. Dann reißen wir die nochmal weg hier. Und setzen doch auch Gefängnistüren da rein. Ich halte das schon für sinnvoll. Ist das die Mitte? Ich glaube schon. Das werden wir gleich feststellen. Da oben kommt erstmal keine. Wohl eigentlich kann da oben auch schon eine hin. Die können wir dann einfach sperren. Dass da keiner durch kann. Mieses Geräusch. Ah, das war der Cashflow. 188. Ja, nice. Wir sind reich. So. Und dann habe ich eigentlich fast schon das Bedürfnis, die Geschwindigkeit kurz zu erhöhen, damit hier was passiert mit den Türen. Obwohl, ich glaube, die haben gerade noch so viel zu tun. Obwohl, nee, er macht gleich beide. Das ist gut. Dann kann ich hier nämlich gleich eine große Gefängnistür einsetzen. Die ist noch nicht da. Die ist auch noch nicht da. Okay, gut. Achso, hier hatte ich auch noch zwei reingetan. Okay, die kommt auch wieder weg. So, ein Tunnel wurde hier wohl gefunden. Ja, nee, ich glaube eher nicht. Dann führen wir mal wieder eine Razzia durch. Denn es ist ja Nacht und nachts wird geratzt. Wie jeder weiß. Achso, meine Sicherheitsstufe. Ah, vielleicht liegt es auch daran. Hat noch hier, wo die alle so krank waren, hatten die noch einen anderen Tagesplan. Das heißt, die konnten ihren Bedürfnissen gar nicht nachgehen. Dann müsste das ja auf jeden Fall auch besser werden. Dann liegt es jetzt an denen, dass hier auch die Bedürfnisse immer so ein bisschen bei manchen sehr schlecht sind. Gut. Bin mal gespannt, ob die was finden. Und in der Zeit. Oh Gott. Ja, das ganze Holz wird auch untersucht. Ja gut. Sollen sie mal machen. In der Zeit nehmen wir uns das Klontool. Und klonen uns hier die Zellen raus. Und zwar oben mit Wand. Mal gucken, ob wir das gebacken bekommen. Oben mit Wand. Das sieht gut aus. Und wir müssen natürlich auf die Kohle gucken. Oh, hier geht's nicht. Doch. Okay. Und ein letztes Mal. Und schon haben wir nur noch 15.000. Okay, das geht aber eigentlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir schon annähernd null sind. Ja gut, dann können die das Stück für Stück aufbauen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Jetzt wird wieder Auto gespeichert. Dann können wir eigentlich, das war jetzt nicht so teuer, dann können wir eigentlich hier oben das auch gleich planen. Und zwar auch wieder oben mit Wand. Oben mit Wand, oben mit Wand. Und unten ohne Wand. Ja gut, dann haben die jetzt keine Wand da unten. Oben mit Wand.
klappt erstaunlich gut gerade. Erstaunlich gut. So, hier wurde tatsächlich ein Tunnel gefunden. Aber, naja, in den kleinsten Ansätzen, wie so ein Tunnel vonstatten geht. Und das war schon wieder mit Tunnel. das ging flott, muss ich mal so sagen. Ansonsten sieht es eigentlich relativ ruhig aus momentan. Ich kann mal hier mal gucken, wie der läuft. Ich finde, der kann fast noch ein bisschen weiter reinlaufen, ne? Obwohl der Weg sich dann natürlich auch verlängert. Aber eigentlich, ja, weiß ich nicht. So. Dann nehmen wir den mal weg und setzen mal einen hier hin und einen dahin. Vielleicht laufen die dann ja so, dass man beide Seiten immer sehen kann. Das fände ich eigentlich ganz gut. Damit man auch mit den Informanten wieder gucken kann. Hier hätten wir zum Beispiel wieder einen potenziellen Informant, den wir natürlich mit Belieben annehmen. Informant, 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 Informant. Okay, gut. Hier haben wir zwei, drei Fragezeichen. Spitzel schnell, die sind geschützt. Hier ist noch ein Spitzel. Gut, dass wir reingeguckt haben. Den nehmen wir auch in Schutzhaft. Nicht, dass der uns hier morgen umgehauen wird, ne? So, und dann würde ich sagen, schicken wir mal wieder ein paar Informanten auf Tour. Oh, einfach alle. Alle? Alle. Mal gucken, was wir rausbekommen. Wäre eigentlich ganz cool, wenn die restlichen Fragezeichen hier auch noch verschwinden würden. Damit, ne? Nicht, dass wir da noch einen Gesetzeshüter oder einen Spitzel dazwischen haben. Und der hier ist auch noch Fragezeichen. Ja, wäre ganz gut zu wissen. Das treffen sie ja alle ein im Sicherheitsbüro. Und quatschen hoffentlich Dinge aus, die uns interessieren könnten. Da sieht man schon, einige sind als Zielscheibe markiert. Aber das sind ja alles die, die schon in der Sicherheit sind, sozusagen. Von daher ist es okay. Wo werden die jetzt hingeführt? Ihr bringt die jetzt aber nicht nach da oben, oder? Hier ist noch alles offen. Ja. Das sind ja Witzbolde. Die wollen die jetzt nach da oben bringen, oder? Voll die gute Idee. Voll die gute Idee einfach. Warum machen die das? Das ist doch ein Witz. Jetzt bringt er den hier außen rum und da oben irgendwo rein. Hier vermutlich irgendwo hin. Ja. Gut. Oder nicht gut. Wie auch immer man es sehen mag. Dann sollten wir vielleicht da doch eben noch einen Zaun hinziehen. Und zwar auf dieser Höhe. Damit da erstmal dicht ist. Oh Scheiße, die rennen uns doch gleich weg hier. Die sehen das doch sofort. Sofort. Entriegelt. Entriegelt. Und entriegelt. So, sind die hier schon angekommen? Da wird der angetransportiert. Wo geht der jetzt lang mit dem? Warum tun die das? Lass sie doch einfach schlafen. Ach, na klar, hier unten lang. Ja, 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 ja. Da kann ich übrigens auch schon mal den Zaun setzen. Das ist ja hier also... Was ein Chaotenhaufen, echt.
Was habe ich da drin? Da habe ich nur eine Personaltür drin. Okay. Das scheint aber in Ordnung zu sein. Zumindest war da bis jetzt ja nie was. So, unten. Oben. Glaube ich. Toll, jetzt werden sie reingebracht. Werden sofort wieder in Handschellen gelegt, damit sie wieder rübergebracht werden können. Ja, und hier kann natürlich auch gerade keiner durchgehen. Deswegen mache ich hier mal eben noch kurz die Wand weg. Diese hier. Vielleicht können die dann ja schon gleich dadurch laufen. Dann müssen die hier nicht ganz außen rumlatschen. Ich wünsche manchmal, man hätte so ein Prio-System irgendwie, das man selbst beeinflussen kann. Also die intern haben die irgendein Prio-System, was ich aber noch nicht so ganz gecheckt habe, wenn ich ehrlich bin. So, hier lege ich den Weg auch schon mal durch. Ich weiß noch nicht, wie weit, irgendwie so. So, und die führen die jetzt außenrum, natürlich. Zumindest sind sie nicht mehr da. Dann müsste ich eben nochmal hier in die Logistik reingucken. Okay, da hat sich jetzt aber nicht nochmal was verschoben. Das hier. Oh doch, dieser ganze Bereich. Okay, ist jetzt aber wieder nur für Personal. Damit die uns hier keinen Unfug treiben. So, die Kantine. Keine Häftlinge zugewiesen. Ja, ja, die kommen gleich wieder. Die kommen gleich wieder. Das ist echt ein Witz, da bringen die echt hier nach oben. Ja gut, ich habe es einfach verpeilt. Ich habe es verpeilt, das sofort wieder zu sperren. Hier habe ich, glaube ich, nur einen Gang. Bei der Dusche, genau, da habe ich einfach eine normale Tür drin. Das können wir hier oben auf jeden Fall auch wieder machen. So und so. Dann können wir noch eben die Dusche einmal kloppen. Soweit das geht. Geht das komplett? Ich glaube, das ging nicht komplett, ne? Ne, da fehlt genau hinten der Zugang. Aber das macht nichts, den können wir einfach so setzen. Und zwar mit Wänden. Und dann können wir da einfach wieder eine Tür reinsetzen. Eine große Gefängnistür. Hier noch ein Weg. Hier kommt übrigens auch wieder ein Weg hin. Ich glaube, war der nur 10? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das müsste ich mir dann nochmal angucken. Hier auch erstmal so 10. Aber dann ist der Auftrag schon mal da. Dann können die das schon mal soweit fertig machen, wie es halt geht. Und dann müsste ich mal gucken, wie ich das hier mit dem Generatorraum mache. Ich könnte den übrigens auch noch beliebig erweitern. Ich hatte halt nur erstmal so an 4 gedacht. Aber ich glaube, ich nehme einfach das von hier oben, weil der hat, so viel hat er jetzt noch nicht in Anspruch. So dass ich denke, dass das okay ist, wenn wir denen noch ein bisschen was geben. Das heißt, wir bauen das hier auf jeden Fall weiter, damit das hier außen versorgt ist, wenn wir da mal irgendwann Lampen reinbauen. dann können wir hier auf jeden Fall die Stromversorgung legen. Ist halt dann ähnlich wie unten. Da der Strom, daneben kommt dann das Wasser. Das Wasser. Ja, machen wir, glaube ich, das nächste Mal. So, und wie habe ich hier das Strom verlegt? Einfach so zicke-zacke. Okay. Na, das ist doch auf jeden Fall machbar. So ein bisschen Freestyle. Ich meine so, dass das an der Oberfläche alles ganz cool aussieht. Das ist schön und gut. Aber für die Versorgung brauche ich das tatsächlich nicht so krass. Das ist alles perfekt liegt. Es soll halt nur mit Strom versorgt sein.
So, einmal hier durch und dann hier noch. Und so. Dann müssen wir das wieder. Da, da, da. Das hier geht noch gar nicht. Ah, weil ich hier oben noch keinen Zaun oder sowas habe. Aber hier oben kann ich eigentlich auch dicht machen. Denn da braucht ja soweit keiner langlaufen. Momentan zumindest nicht. Deswegen mache ich das einfach mal sicherheitshalber. Dann kann ich das auch wieder zuweisen, dass da keiner rumstehen soll. Ja, die wurden schon wieder hin und her sortiert hier. Unsicher. Echt jetzt? Ah, wegen der Tür oben. Ich lasse es jetzt auf offen. Es ist für die Bauarbeiter, glaube ich, entspannter und geht schneller. So, dann haben die den ganzen Strom in Auftrag. Und die Gefahrenstufe ist wieder relativ hoch. Da wird eine Wache angegriffen. Nein, lass ihn in Ruhe. Verletzt, aber keiner tot. Das finde ich gut. Denn tote Gefangene sind keine guten Gefangenen. Sie brauchen dann zumindest keine Wärter mehr. Entschuldigung. Okay, weißt du, was ich jetzt doch mal versuche? Und zwar der Plan hier. Ah, okay. Ich muss es für die normale Sicherheit dann so machen. Ich mache hier Freizeit. Und alle anderen kriegen aber eine Stunde Arbeit mehr. Schutzhäftlinge. So. So sieht das dann aus. Da kriege ich Stunden Freizeit mehr. Das ist doch also. Ich kann das nicht gutheißen, möchte ich mal so sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, das muss ich nochmal näher beleuchten, ob ich hier einfach zu wenig Handelbänke habe oder so. Ich weiß es nicht. Zur Not hätte ich hier auch noch einen Raum, wo ich vielleicht auch noch ein paar Trainingsgeräte hinstellen könnte. Man könnte natürlich auf dem Hof auch noch Trainingsgeräte hinstellen. Aber im Großen und Ganzen muss ich das einfach nochmal beobachten, woran das jetzt genau liegt. Na gut, ihr Lieben, wir sind jetzt soweit, dass wir den Flügel soweit fertig haben. Der Flügel fehlt natürlich noch. Hier unten stelle ich die Tür eben noch auf entriegelt, damit die da friedefreudemäßig hin und her laufen können, wie sie lustig sind. Das entriegele ich auch nochmal. Und das hier oben entriegele ich auch nochmal. Ja, das war's auch schon wieder für die Aufnahmesession. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wie gesagt, vielleicht posiere ich Prison Architect demnächst erstmal. Wegen City Skylines, dass ich das mal wieder anzocken kann, weil das habe ich enorm gesuchtet damals. Und ja, aber ich kann euch so viel versprechen, ich werde Prison Architect nicht vergessen. Ich liebe dieses Spiel nach wie vor und ich habe nicht umsonst viele, viele Stunden Spielzeit damit verbracht und es natürlich auch als Let's Play ausgesucht. Ja, von daher nicht verzagen, früher oder später wird es vermutlich dann auch wieder kommen. Und außerdem habe ich ja noch diese eine Idee, die ich unbedingt noch umsetzen möchte. Na gut, ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei wart. Oder dabei seid. wir sehen uns wir hören uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.